Au revoir, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück. Wobei, heißt au revoir nicht eigentlich auf Wiedersehen? Keine Ahnung. Hey, ich bin Influencer, ich bin YouTuber. Ich muss nichts in der Birne haben, ich muss einfach nur gut Dinge an den Mann bringen können. Mehr brauche ich nicht. Hallo, herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Let's Play God of War Ascension. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier reingehen, hier könnte es zum Bossfight kommen. Es ist Kapitel 30 dann gleich und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir so langsam, aber sicher am Ende sind. Gucken wir mal, wir gehen mal die Tür rein und gucken, was passiert. Und lassen uns überraschen, wir harren der Dinge. Ich bin viel zu lange fort gewesen. Du kannst sie morgen früh sehen. Komm. Oh oh. Mit der Zeit wirst du vergessen. Alles, was du verloren hast, wirst du wiederfinden. Wenn es dies ist, was du brauchst für die Treue zu Ares, dann sollst du es auch haben. Es ist nicht real! Ich kann für dich real sein. Das Schwerste ist vorbei, Spartan. Du brachtest das ultimative Opfer. Gib dich uns einfach vollkommen hin und führe ein Leben in glückseliger Illusion. Niemals. Dann ist der Tod deine Wirklichkeit! Was soll das bedeuten? Da guckst du aber jetzt, wa? Du hast eine schlechte Wahl getroffen, Spartaner. Hab ich das? Na, wollen wir mal sehen. Ich komme. Alektos Kammer. Stare down. Bossfight. Satan wird uns nicht besiegen, Schwester! Niemals! Niemals! Du widersetzt dich? Du bist nur ein Sterblicher! Nee, stimmt nicht. Ich bin Batman. Oh. Oder auch nicht. Okay, Auge der Wahrheit, warte. Guck mal, was ich kann. Du hättest unser Angebot annehmen sollen, Kratos. Jetzt wirst du für diesen Fehler büßen. Konnte so schlechte Laune haben. Ich bin die Königin der Furien. Ob die auch auf Twitter unterwegs ist? Ich glaube, die sind da auch so drauf. Keckweh. Was ist das jetzt?
Dildo Daniel. Ja, sieht aus wie Dildo Daniel. Alter. Boah, sieht das geil aus. Okay, was haben wir? Ach, guck mal hier. Mal sehen, ob deine Brüder dir Gnade gewähren. Dein Schild. Schild her. Ach, können wir nicht, oder was? Okay, mal ein bisschen draufhauen, dass wir unsere Special-Fähigkeit bekommen, nämlich genau die. Es gibt kein Entkommen. Sag mal. Okay, wir sind natürlich der scheiß Vogel die ganze Zeit. Du verursachst das selbst, Schwarzer. Ich mach gar nichts. Alter. Hui. Achso, warte, einmal Barriere. Hau da jetzt einfach mal drauf, ne? Ich glaube, das ist richtig. Schön reinschnibbeln in den Lachs, jawoll. Oh mein Gott. Ein Leben für ein Leben. Ja, warte. Auch noch hier wieder drauf, komm. Sehr gut. Nein, nein. Oh, die macht genau dann die Barriere, die Sau, ne? Hey, was war's? Und auch hier wieder. Schönes Löchlein rein. Oh, oh. Vorsicht. Vorsicht. Hui. Oh, Alter. Geil. Wow, 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 wow. Mach mal Kreis. Nice. Richtig gut. Und dann runtersliden. Yay! Dieser Sound. Hä? Ich hab doch R1 gedrückt. Warum hab ich das nicht gemacht? Ich hab R1 gedrückt, dass wir da oben dran jumpen können, aber irgendwie ging's nicht. Naja, egal. Machen wir nochmal. Nochmal dieses Geräusch. Ah, toll. It's so fantastic. Oh my lord, I love it. It's ASMR God of War Style. Ah, jetzt ging's. Okay. Hopp. Oh. Alter. Boah. Horror, stell dir das mal bei Subnautica vor. Junge, würde ich mit Jose scheißen. Hi. Boah, Alter. Mit Leuten, die diese Unterwasserphobie haben, für die Leute ist das aber nichts, ne? So überhaupt nicht.
Okay, ich gehe einfach mal drauf. Ich dachte, wir müssen wieder dieses Aufladedings machen. Nice. Oh, der Soundtrack war dann mega gut. Hi. Du siehst aber nicht nett aus. Oh. Ja, da bestimmte Stellen, auf die ich losgehen kann. Oder soll ich den Speer hier nehmen? Den machen wir einfach mal, das geht gerade. Oh. Okay, wenn auch so drauf gehen. Okay, alles klar. Was macht er denn jetzt? Ih! Vollgeschissene. Kosmos Maul halte. Bitte? Ja, mach mal mit deinem komischen Vogel. Hässlich. Oh, warte mal, wenn der eh schon da ist, haut er nämlich wieder ab. Sehr gut. Oder? Ne, macht er nicht. Na, dann kriegst du halt jetzt auf die Fresse. Okay, oder auch nicht. Hilfe. Oh, das war, glaube ich, ein nicer Hit. Oh, warte. Wir können da drauf gehen. Ja, immer schön weiter rein ins Loch. Tut das weh? Das tut nicht Not. Aber das tut weh. Ins Auge. Ja, Mann. Und rein da. Yo. Na, Probleme mit Weisheitszähnen hat er aber jetzt nicht mehr, wa? Nein! Oh ja! Let's finish it! Nicht nochmal. Niemals. Lasst es uns ein für alle Mal beenden. Für immer. Du bist es nicht wert, Spartaner genannt zu werden. Halt's Maul. Ich habe deinetwegen alles verloren! Halt die Fresse! Jawohl. Das ist eh nur Verarsche.
Sie waren nicht zufällig dort, Kratos. Die Qualität der Infobereich für Streaming von Spielen nicht aus. Oh, gerade gab's einen kleinen Zwischenfehler. Sorry, ich hoffe, das klappt trotzdem alles. Wir beenden das Ganze gerade mal, ne? Du glaubst, du willst die Wahrheit. Doch die Wahrheit wird dir nichts als Schmerz bringen. Aber Spaß. Oh, wird dich nicht aus deinem Wahn erlösen! Ich hätte nicht die Kraft für deinen Weg gehabt, Spartaner. Orkos. Ich hätte wohl auf meine Mütter gehört. Ich lebe lieber mit der Wahrheit. Ich fürchte, du wirst diese Worte noch bereuen. Denn Ares verfügt noch über deinen Bund. Das kann nicht sein. Bevor sie gestorben sind, machten meine Mütter mich erneut zu deinem Eidhüter. Willst du frei sein, muss ich durch deine Hand sterben. Ich verstehe das nicht. Befreist du mich nicht, behält mein Vater seine Macht über dich. Schlimmer noch, ich werde in ewiger Qual leben. Ich habe genug unschuldiges Blut vergossen. Es gibt keinen anderen Weg. Zerstöre den Bund. Töte Ares. Erlange Vergeltung. Ich war nie der Krieger, den mein Vater sich gewünscht hat. Aber bitte, ich bitte dich, gewähre mir einen ehrenvollen Tod. Mit dem Tod von Orkos war der Bluteid mit Kratos endlich gebrochen. Und die schmerzliche Wahrheit kehrte in Kratos' Bewusstsein zurück. Die Wahrheit über den Mord, den er begangen hatte. Den Mord an seiner Frau und seinem Kind. Das Blutbad, das sein unstillbarer Ehrgeiz angerichtet hatte, kehrte in völliger Klarheit zurück. Und wurde zu den Visionen, die ihn zeitlebens verfolgen sollten. Von seiner Vergangenheit gequält, verließ Kratos das einzige Zuhause, das er je hatte, und zog los, um all seine Taten wieder gut zu machen. Holy shit. Alter Schwede. Naja, und damit begann dann God of War 1. Als Kratos dann Ares getötet hat. Oh, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, ich fand jetzt God of War Ascension nicht so strong wie die ersten drei Teile. Die haben mir halt richtig gut gefallen. Mein persönliches Highlight war God of War 3 bis hierhin. Das fand ich richtig gut, weil das einfach auch von der Emotion her, von den... Ja, ich weiß nicht, vom allgemeinen Style her, von der Inszenierung her, fand ich God of War 3 irgendwie am geilsten. Aber God of War Ascension ist einfach ein wichtiger Teil... God of War Ascension ist ein wichtiger Teil der Story von God of War. Und es ist wichtig, dass man den Teil, glaube ich, mitspielt, wenn einen die Story interessiert. Damit man... Oder damit diese ganzen Puzzleteile irgendwie zusammenkommen. Haben sie echt gut gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass mir spielerisch God of War Ascension von allen eigentlich somit am wenigsten gefallen hat. Wobei das schwierig zu sagen ist, weil das würde ja bedeuten, ich würde sagen, es war nicht gut oder so. Es war schon gut, aber von allen drei, also von allen vier Teilen, die wir jetzt gespielt haben, fand ich das jetzt am, wie soll ich das sagen, spielerisch langweiligsten. Ne? So, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber trotzdem, die God of War-Reihe, absolut geil. Ich bin so froh, dass wir das damals gestartet haben. Auch wenn wir jetzt hier bei Ascension ein bisschen zeitweise Probleme hatten. Was die Folgen anging, das hatte Probleme mit PlayStation Plus zu tun. Jetzt habt ihr es ja gerade gesehen, in einer der letzten Sequenzen kommt am Ende wieder Streaming-Probleme. Boah, hätte ich ein bisschen kotzen können, ne? Boah, super weird einfach. Hat mich richtig angekotzt, aber naja. Was willst du machen? Ich weiß noch nicht genau, mit was wir als nächstes weitermachen. Ich habe mir vielleicht überlegt, bevor wir jetzt mit dem nächsten God of War weitermachen, weil zwischen diesem God of War hier, also das ist ja 2013 rausgekommen und God of War 2018 war ja doch schon so ein gewisser Cut. Ne, so ein Story-Cut. Ja, ich meine, es ist zwar immer noch Kratos, den wir spielen, aber so von der Story her ist ja doch schon in gewisser Weise ein Cut gewesen. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt vielleicht nach dem God of War-Teil hier vielleicht noch ein bisschen was anderes zwischendrin mal spielen. Ich hatte noch so ein, zwei Spiele auf der Liste, auf die ich Bock hätte. Unter anderem so ein Sly Raccoon wäre echt ziemlich nice, weil das auch im PlayStation Plus noch mit drin ist. Da müsste ich aber erstmal vorspielen und gucken, wie sich das spielt, weil ich glaube, das wird auch wieder gestreamt. Und das ist halt ein Jump'n'Run und bei Jump'n'Runs kommt es halt wirklich auf Timing an. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen Latenz hast, ist das ziemlich beschissen. Müsste ich mal gucken. Ansonsten, Metroid Prime wäre auch ziemlich nice. Das ist ja jetzt remastered für die Switch rausgekommen. Hatte ich auch überlegt. Ich hatte überlegt, ob wir Beyond Good and Evil vielleicht mal spielen. Also es gibt ja schon noch so zwei, drei Spiele, die ziemlich nice werden. Wir gucken einfach mal, was wir noch so machen. Ich habe ja gesagt, neben Subnautica, Seven Days würde ich gerne auf dem Channel und den Unboxings würde ich auf dem Channel hier gerne ein Story-Let's Play laufen haben. Und ich glaube, da fahren wir auch ganz gut mit. Ja, wir gucken einfach mal. Es könnte auch sein, dass ich mir vielleicht irgendwie noch erstmal Plague Tale schnappe und das hier oben auf den 20 Uhr-Slot packe. Plague Tale ist halt aus dem Stream. Da wüsste ich jetzt nicht, ob das okay wäre für euch. Ja, wenn wir das aus dem Stream nehmen, aber halt trotzdem ein richtig geiles Story-Game. Und das haben wir auch wirklich nicht so streammäßig gespielt, wie ihr das sonst kennt. Ja. Also es könnte sein, dass ich vielleicht als kleinen Zwischenschritt erstmal Plague Tale raushaue, um einfach ein bisschen Zeit zu finden, noch was Neues aufzunehmen, damit wir wieder genug Folgen haben, so wie wir es hier bei God of War auch immer gemacht haben. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Müssen wir mal gucken, irgendwas fällt uns da auf jeden Fall ein. Es wird auf jeden Fall weiterhin was auf den 20 Uhr-Slot kommen. Wie gesagt, vielleicht als kleine Überbrückung erstmal Plague Tale und dann schauen wir einfach mal. Ansonsten bedanke ich mich, hier kommen jetzt die Credits, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen bei God of War, bei Subnautica, bei allen Let's Plays, die hier so laufen. Und Dankeschön, dass so viele Leute auch immer noch da sind, nach so langer Zeit. Wir sind über 10 Jahre hier mittlerweile unterwegs auf diesem Kanal, haben schon viele Abenteuer gemeinsam erlebt. Hatten eine zweieinhalbjährige Downphase, wo ich wirklich viel Stream Recycling gemacht habe. Aber ich habe richtig Bock, einfach den Kanal wieder ein bisschen hoch zu pushen, ein bisschen... Ja, wieder zu beleben, möchte ich sagen. Und ich glaube, das merkt ihr auch so ein bisschen. Und deswegen habt ihr vielleicht auch einfach wieder ein bisschen mehr Spaß hier in dem Channel. Und das freut mich einfach ungemein, muss ich wirklich sagen. Es freut mich ungemein, dass die Resonanz da so positiv ist. Falls ihr Vorschläge habt, gerne mal unter diese Folge schreiben hier, wenn ihr Vorschläge habt, was wir in Zukunft noch so für Games zocken können. Ich habe eine elendlange Liste, eine große Pile of Shame. Die beiden God of War-Teile, die neuen Horizon Forbidden West steht noch auf der Pile of Shame. The Last of Us 2, Sly Raccoon, Kingdom Hearts, Metroid Prime, es sind so viele Spiele. Assassin's Creed Valhalla, wobei ich da bei manchen Spielen gucken muss, was machen wir vielleicht im Stream und was machen wir dann letztendlich als YouTube-Let's Play. Ich glaube, so riesige Open-World-Games sind für YouTube einfach zu langwierig. Also ich kann keine 150 Folgen Assassin's Creed Valhalla spielen hier. Das ist mir zu lang, ja. So diese God of War-Spiele, so mit 20, 25 Folgen,
Die finde ich eigentlich von der Länge her ziemlich ausreichend. Also so maximal 10 bis 14 Stunden Storygame. Ich finde, das ist für YouTube Let's Play vollkommen ausreichend, ohne dass es am Ende für mich und auch für euch zu langweilig wird. Ja. Wir gucken einfach mal. Wir werden mit großer Sicherheit was finden, aber trotzdem, ich bin natürlich für alle möglichen Vorschläge hier unter den Kommentaren dankbar. So, ne, Storygames dürfen auch gerne ältere Spiele sein, zwischen 10 und 15 Stunden. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja? Ansonsten bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super angenehmen Abend. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei den anderen Projekten mit am Start seid, die es hier auf diesem Channel in Zukunft so geben wird. Danke für alles, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein!